Nächster Tag, nächstes Training. Heute Bauchexpress. Wollen wir 15 Minuten gemeinsam Bauchmuskel trainieren. Dann in diesem Training habe ich anschließend noch eine Überraschung für euch. Lauft nicht weg, die machen wir gemeinsam. Bauchmuskulatur. Jeder will ein Sixpack haben, der Sommer kommt. Wir wollen schön am Strand, wir wollen an den Baggersee und wollen unser Sixpack zeigen. Jetzt wäre es aber falsch zu sagen, wir machen nur Bauchmuskeln und bekommen Sixpack. So ist das nicht. Wir müssen zuerst mal das Fett verbrennen. Passt auf eure Ernährung auf, wo wir jetzt immer zu Hause sind. Essen wir alle immer mehr, ich übrigens auch. Also ein bisschen Kalorien reduziert essen. Ernährungstipps kommen später. Macht Ausdauertraining, das lässt das Fett schmilzen. Und die Bauchmuskelübung. Leider kann man das Fett da nicht schmilzen lassen, wo man es will, so am Bauch am liebsten. Ich nehme zuerst im Gesicht ab, manche nehmen am Hintern ab, manche nehmen woanders ab. Das liegt immer da, wo wir das Fett am wenigsten brauchen. Da geht das zuerst weg, nicht wo wir das weg haben wollen. Trotz alledem fangen wir erstmal an, uns ein bisschen warm zu machen. Ich mache meine Musik an, wartet. So, dauert. Und jetzt. Ah, läuft. Oh, schaut mal her. Warte, ein bisschen lauter machen. So, machen wir lauter. So. Ah, da. Matthias Reim. Auch hier müssen wir uns so ein bisschen warm machen. Also wir machen das nicht so lange, das Warmmachprogramm. Trotzdem müssen wir uns so ein bisschen mobilisieren, jetzt hinzulegen und Bauch zu machen. Wie das in so manchen Studios gemacht wird, ohne dass man vorher warm ist. Da ist natürlich, ja, das ist schwachsinnig. Wir müssen so ein bisschen uns erstmal mobilisieren. Wir laufen erstmal so ein bisschen ganz locker. Genau. Dreimal, zweimal, einmal, los. Und wir schwingen locker. Sehr gut. Zwei, drei, vier, locker schwingen. Fünf, vier. Michelle, ich war auch mal Fan von Michelle, muss ich wirklich sagen. Drei, zwei. Nimm mich, hat dir nicht verdient, singt der, sing mal. Komm ab. Und fünf und vier, klasse. Und drei und zwei und eins. Locker, erstmal locker, seitlich. So ein bisschen uns mobilisieren. Dreimal, zweimal, einmal. Gehen langsam runter. Jawohl. Drei, zwei, eins. Seiten wechseln. Und jawohl. Dreimal, zweimal, einmal. Sehr gut. Und locker. So, gehen wir auf die Matte. Ich mache das wieder seitlich. Da seht ihr mich besser. Heute habe ich so einen Bauchweggürtel angezogen, damit man meinen Bauch von der Seite jetzt nicht sieht. Dreimal, zweimal, einmal. Legt euch bitte hin. Lasst ein, zweimal die Beine zur Seite fallen. Drei, zwei, eins. Beide Fersen auf den Boden, das Gesäß anheben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und nochmal vor. Ob die Übung jetzt gerade so gut war, weiß ich auch nicht so genau. Die sah von der Seite, glaube ich, blöd aus. So, jetzt ihr Lieben, fangen wir an. Fangen ganz langsam an zu crunchen. Wir kommen erstmal locker nach oben. Nehmt bitte mal die Hände zur Decke. Ihr könnt sie auch nach vorne nehmen, aber ich finde besser, wenn wir mit der Brust Richtung Decke gehen. Und wenn ihr jetzt glaubt, man macht 10 Crunches und die Bauchmuskulatur kommt, ist das falsch. Wir können 200, 300, 400 oder mehr Wiederholungen machen. Der Muskel muss auch brennen. Wir müssen den merken. So, und jetzt erstmal locker. 10 und 9, 8, 7, und 6, 5, 4, 3, 2, 1. Streckt euch. So, achtet drauf. Legt die Hände an die Stirn. Wir gehen jetzt nach oben mit Knien und Ellbogen zugleich und versuchen jetzt immer, dass sich
Ellbogen und Oberschenkel berührt. Zieht nicht am Kopf. Haltet nur die Finger leicht an der Schläfe. Wir reißen nicht. Ihr seht von der Seite jetzt, dass immer mein Kopf in der Richtung meine Halswirbelsäule und Brustwirbelsäule versucht, in einer Linie zu bleiben. Deswegen schaue ich auch immer unter die Decke. Und jetzt geben wir mal eine Zahl vor, und zwar jetzt 30. 1. Wir arbeiten langsam. 2. 3. 4. Kommt. 5. Da merkt ihr schon was, ne? 6. 7. 8. 9. Jetzt merkt man, das Brennen beginnt zu ihrem Muskel. 11. Und 12. Und 13. Komm. Und 14. Andi, du auch. Komm, schön zusammen. 15. Nicht nachlassen jetzt. Und schon mal am Anfang nur die Hälfte. 17. Und 18. 19. 20. Mein Musikgeschmack ist wirklich sensationell, oder? 23. Wir machen in diesen 15 Minuten keine Pause übrigens. Wart. Noch 2. Keine Pause. 1. Und top. Beine hoch. Halten. Oh, nicht, dass hier mein Mikro gleich weg ist. Nicht mal zur Seite. So. So, glaube ich, darf nichts passieren. So. Hände unters Gesäß. Ab. Und hoch. Ihr seht, ich bin hier, übrigens bin ich hier im Ruheraum oder im Ruhehaus im Saunabereich vom Atlantis. Wer das noch nie war, sollte, wenn das alles wieder in normalen Bahnen läuft, hier mal hinkommen. Hier kann man entspannen, hier kann man relaxen, jawohl, und mal zur Ruhe kommen. Sehr gut, Kopf bleibt oben. Viele merken vielleicht jetzt, oh, mein Nacken tut weh. Natürlich kann man den Kopf ablegen oder er legt ein Kissen drunter. Das ist jetzt kein Problem, aber wenn ich meine Wirbelsäule betrachte, überstrecke ich und deswegen halte ich lieber und trainiere gleichzeitig meine Nackenmuskulatur. Noch 10, 9, 8, kommt, 7, heute wird das Ruhehaus ab Absurdum geführt. Heute ist keine Ruhe hier, heute trainieren wir hier. So, und 4, komm, und 3, und 2, und die Beine bleiben oben, 1. Legen die Hände so, als wenn wir am Kreuz hängen würden. Kreuzhang. Jetzt geht die rechte Hand zum linken Fuß und die linke Hand bleibt liegen. Und wenn ihr hochkommt, wie bei allen Übungen, am Anfang schon gesagt, atmet ihr aus und ein und aus. Jetzt trainieren wir die lateral seitliche Bauchmuskulatur. Komm. Und ihr merkt jetzt schon, ui ja. Und noch 5. Jetzt merkt man schon die Bauchmuskulatur. Kommt 4. Ich freue mich schon gleich auf die Überraschung, die hier nach kommt. Und 3. Und 2. 1 und der letzte und Seitenwechsel und komm 1. Linke Hand zum rechten Fuß und der Fuß bleibt gerade oben, genau, schön gestreckt. Ihr seht das, wie schön meine Beine gestreckt sind, wie bei einem Balletttänzer, oder? Ähnlich. Komm, noch 5 und 4 und 3. Top. 2. Achtung, was jetzt kommt. 2, Beine bleiben oben. 1, hinsetzen und wir halten. Komm, 30 Sekunden. 1, 2, 3. Halten. 7, 8, 9, 10. Mann, lass die Hände aus dem Gesicht an. Ihr habt ja recht. 16, 17, 18. Muss ich selber immer wieder ermahnen. Komm, 20 Sekunden, 10 noch. Schaut mal. Komm, hopp. Noch 10. Und dann legen wir uns hin. 9. Beine bleiben so. 8, 7, komm 6, halten, 5, 4, 3, 2, 1, absitzen, jawohl.
Halten, halten, halten. Und wir setzen uns hin dreimal. Setzen die Füße aber nicht ab. Eins. Hopp. Klasse. Zwei. Halten. Einer noch. Jetzt merkt ihr den Bauch, ne? Und jawohl. Drei. Zwei, eins. Absetzen. Keine Pause. Wir legen uns gleich auf die rechte Seite. Leg dich bequem hin. Ihr könnt die Beine anwinkeln, die Beine länger lassen. Das liegt jetzt up to you, was für euch angenehmer oder auch schwerer ist. So, Füße bleiben zusammen. Ihr seht das. Jawohl. Jetzt trainieren wir. Macht man eigentlich zu selten. Ne? Seitliche Bauchmuskulatur. Kommt. Und hoch. Und normalerweise ist der Rechtshänder auf der linken Seite stärker. Weil wir mit rechts immer alles anheben. Deswegen sind wir hier immer stärker. Ihr werdet das gleich sehen. Jawohl. Und kommt. Jawohl. Und jetzt noch 10. Und 9. Und 8. Und 7. 6. Und 5. Und 4. Und 3. Und 2. Und 1. Wieder keine Pause. Jetzt gehen wir auf die linke Seite. Und jetzt sieht es eigentlich, dass mein Ton hier gleich raus ist und keiner hier mir hilft. Ist das in Ordnung so? Ja, ach, guck mal hier. So, da. Wenn ich in die Kamera reinrutschen. So, trainiert alleine und bleibt alleine zu Hause. Mein Bauch erstmal verdecken. So, sehr, sehr gut. Und jetzt geht das auch ab. Jawohl. Also denkt daran, Bauchmuskulatur, Sixpack ist natürlich eine große Sache der Ernährung. Jawohl. Und wenn wir es mal schaffen sollten, jetzt vielleicht in der nächsten Zeit, kann man sich ja mal vornehmen, da 10 Tage sagen, komm, wir essen nur 2 Mal am Tag. Jawohl. Nicht, dass wir nicht nur Lebensmittel hamstern, nachher noch Hamsterbacken bekommen. Also versucht jetzt in der Zeit, ich muss mich ja selber auch immer zusammenreißen und nicht zu viel essen. So, ich merke das jetzt gerade. Meine rechte Seite ist tatsächlich schwächer. Und das natürlich, wenn man Dysbalancen hat, kann das auch schon zu Rückenschmerzen und Nackenschmerzen führen. Dadurch, dass eine Seite immer belastet ist und die andere so wenig. Weil 90% der Handlungen machen wir ja mit unserer starken Hand. Entweder rechts oder links. Jawohl. Komm. 3, 2, 1. Sehr gut. So, jetzt kommt das der Unterarm-Liegestütz. Tolle Übung. Bauchmuskulatur. Und nur Bauch ist das natürlich nicht, auch Rückenmuskulatur. Hierbei ist jetzt wichtig, richtige Ausführung. Also, der Rücken ist gerade. Ich hoffe, mein Rücken ist gerade. Ich versuche mir anzustrengen und Rücken gerade zu halten. Wir bleiben jetzt in der Position, Ellbogen unter den Schultern, halten gerade, Kopf ist normal gerade gebeugt nach vorne. Wir gucken nicht nach unten und nicht nach oben. Und jetzt heben wir jedes Bein, versuchen wir mal, 50 Mal anzuheben. Jedes Bein, also 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Helene, sing! 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Halbzeit! 34, come on, 35, 36, 37, 38, 39, 40, noch 10 und 9 und 8 und 7 und 6 und 5 und 4 und 3 und 2 und 1. Einmal absetzen, streckt euch nach vorne, rausdrücken, Katzenrücken, immer wieder Beweglichkeit mit rein. 3, 2, 1, top. Setz uns wieder hin. Mein Mikro hier. So, ich habe keinen vom Ton hier. Wenn ich jetzt einen vom Ton hier hätte, wie beim ZDF, dann würde das funktionieren. Haben wir aber nicht. Mach das alleine. So, Beine hoch. Meine Zeit sehe ich hier. Wir halten jetzt einmal 1 Minute die Beine oben ab jetzt. 1 Minute halten.
Sehr gut. Atme tief ein und ausatmen. Natürlich könnt ihr die eine oder andere merken, dass im Oberschenkel, wir gleich, oh, mein Oberschenkel tut weh. Ja, kann sein. Müssen wir nämlich jetzt anhalten, aber wir haben jetzt hier Bauchmuskulatur. Statisch. Schön halten. Top. Sehr gut. Halten. Jawohl. Komm, nie nachlassen jetzt. Atmet ein und atmet aus. Wer nicht mehr kann, der geht kurz runter, atmet durch und macht weiter. Also jetzt nicht zugucken, wie ich das mache, die anderen. Ihr müsst weitermachen, ne? Kommt. Halten. Sehr gut. 15 Sekunden noch. Halten, komm. Wer jetzt runter ist, wieder hoch in die Übung rein. Jawohl, halten. Komm. Noch 5. Und 4. Und 3. Und 2. 1. Und top gemacht. Eine Minute. Wieder keine Pause. Ihr könnt zuallererst jetzt mal hier Beine hoch. Untere Bauchmuskulatur. Bleibt sitzen. Und jetzt komm. Einen Ton hier wegmachen. Und jetzt hier. Ohne Schwung. Langsam arbeiten. Guckt mal. Hebt die Kiste schön an. Sehr gut. Hört mal auf die Musik. Sie hatte nur noch Schuhe an. Jawohl. Das Schöne ist ja, ich bin ja jetzt hier alleine, aber so richtig, wenn ich die Augen schließe, seid ihr ja bei mir. Das meine ich wirklich. Ich fühle mich jetzt gar nicht alleine. Ganz im Gegenteil. Ich will das auch so gut machen, wie das geht, dass ihr was davon habt. Und ich so wäre, als wenn ich unter euch wäre. Jawohl. 10 noch. Und 9. Und 8. Und 7. Klasse. 6. Und 5. Und 4. Und 3. Komm. 2. Und 1. Keine Pause. Linken, rechter Fuß auf das linke Knie. Hand, rechte Hand bleibt auf dem Boden. Linke Hand geht zum Kopf. Und jetzt gehen wir wieder lateral, seitliche Bauchmuskulatur. Und jetzt könnt ihr auch, um das schwierig zu machen, ruhig den Fuß bewegen, schaut her. Und jetzt sind wir in der richtigen Übungsausführung. Und jetzt versucht mal, ich komme auch nicht immer dran, immer Ellbogen, jawohl, mega, komm, 10 und 9 und 8, komm, 7 und 6, nicht am Kopf ziehen, 5 und nicht nachlassen, 4 und 3 und 2 und 1, Seite wechseln, hopp, nobody can hit as hard as life. Komm, das Leben kann hart zuschlagen, mach das gerade. Aber wir bleiben gerade und aufrecht, komm. Und wir stehen wieder auf. Jawohl. Und dafür trainieren wir jetzt. Und lasst das nicht sein. Ihr merkt, komm, mit anstrengen. Noch 10, 9, come on. Und 8, und 7, und 6, und 5, und 4, und 3, und 2, und 1. Keine Pause, wie ich gesagt habe. Jetzt könnt ihr ein bisschen ausruhen. Jetzt gehen wir in den Seitliegestütz. Immer stützen. Halten. Jetzt bleibt man in der Position. Genau, halten. Matthias, sing. Halten, komm. Halten. Und jetzt passt auf. 20. 1. 2. 3. 4. Und 5. Und 6, komm, 7, das Wichtige bei den Bauchübungen ist die Abwechslung, 8, 9 und 10, nicht nur crunchen, 10, 11, 12 und 13, ihr könnt die Füße ineinander legen, 14, 15, 16, come on, 17, 18, mega, 19, 20, sie liebt dich nicht. Ich brauche dich nicht. So, fertig, Seiten wechseln. Hopp. Und hoch. Und los geht's. Und erstmal halten. Bleibt schön gerade. Halte den Bauch gespannt. Versucht gerade zu bleiben. Rücken gespannt halten. Und jetzt. 1, 2,
Verdammt, ich brauch dich. Ich brauch dich nicht. Komm, hopp. Sehr gut, ich brauche euch auf jeden Fall. Hopp. Und jetzt noch. 15, 14, come on. 13, 12, 11 und 9. Komm, und 8, komm weiter. Und 7 und 6. Super, Andi. 5 und ja auch. 4 und 3 und 2 und 1. Wieder keine Pause. Langsam rüber. Rechtes Bein auf die Matte. Linkes Bein hoch. Drückt euch 10 mal raus. 1, 2, 3. Komm, 4. Wir verstärken das. 5, 6. Hände über die Brust. 7, 8, 9, 10. Wechseln. Und 1, 2, 3. Klasse. Komm, 4, 5, 6 und 7 und 8. Und 9. Und wieder keine Pause. Ich muss mal gleich gucken, wie lange wir noch haben. Kann nicht mehr so lange sein. So, jetzt runter. Hopp, halten. Tack. Das Ganze langsam jetzt. Komm. Hopp, hopp in einer Bewegung. Und jetzt ausatmen. Sehr gut. Jawohl. Hopp. Sehr gut. Come on. Und 10 und 9, komm, noch keine Pause, und 8 und 7 und 6 und 5, halten, 4 und 3 und wieder keine Pause, 2, wir gehen direkt wieder in den Unterarm und die Gestütze. Halten, komm, hier hingehen, halten und schaut her, rechts, außen, links, außen, rechts, innen, hopp, tack, tack, 20, also, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mega, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, jawohl, 16, 17, 18, come on, 19, 20, hopp, dehnen nach vorne kommen, jawohl, sehr gut, streckt euch hoch und runter. Kommen jetzt ein bisschen zur Beweglichkeit. Langsam mal. 3. Sehr gut. Wieder mobilisieren. Noch einmal. Sehr gut. Hochgehen. Sehr schön. 3. 2. Ich bin jetzt kein Freund, der jetzt sagt, wir machen nur Bauch. Sondern wir müssen natürlich immer die Rückenmuskulatur mitarbeiten. Einmal halten. Schaut her, wie ich schon mal gesagt habe. Mein Daumen ist immer oben. 10, 9, Kopf gerade. 8, come on. 7, 6, kommt jetzt. 5, 4, 3, 2, letztes Mal. Seitenwechsel. Und komm, jawohl, jawohl, ich sing auch ein Lied für euch, hopp, sehr gut, komm, und jetzt 5 und 4, come on, und 3 und 2 und 1 und langsam auf die Füße, lockert, geht locker nach oben, sehr gut. So, ich habe euch ja gesagt, ich habe noch eine Überraschung für euch. Passt auf, geht sofort weiter. So, Bauch ist vorbei. Jetzt erstmal einen Schluck trinken. Und beim Trinken könnt ihr schon mal so leicht immer anfersen. Wir machen nämlich jetzt mal eine Übung. Nur Bauch reicht uns ja nicht. Wir brauchen ja Bauch, Beine, Po. Wir machen nämlich jetzt noch die Beinmuskulatur und die Po-Muskulatur. Das heißt,
Wir machen jetzt mal eine Übung, die geht 4 Minuten. Viele kennen das, einige werden das nicht kennen. Und wir sagen, boah, das erste, was man gemacht hat, ist das wirklich mega. So, noch einen Schluck. Ah, hier mal aus dem Bild. So, jetzt bitte mal, okay, lauft mal ganz locker. Erstmal locker laufen. Musik kommt sofort. Kann ich euch jetzt nicht sagen, was jetzt funktioniert, locker laufen. Mal nach außen gehen. Dass solche Übungen, immer wenn ihr was macht, niemals machen Übungen, wenn ihr nicht vorbereitet seid oder Muskulatur warm ist. Jawohl, das ist jetzt für die Übung wichtig. Das könnt ihr zu Hause ruhig nur ausgiebiger machen. Jawohl, dreimal, zweimal, einmal. Vorne runter, sehr gut, 3, 2, 1. Einmal auf die Fuß, 3, 4 Mal hochkommt. So, und jetzt gehen wir mal. Aber das ist jetzt die Übung wirklich knackarsch schlechthin, dreimal. Und zweimal und einmal. So. Ihr könnt mir glauben, jung, alt, 4 bis 94, da können wir alle einen raushauen jetzt. Das macht mega Spaß. Macht das in der Familie, macht das über Video mit Oma, mit Opa, sollen alle mitmachen. Schaut euch das an, schickt das euren Großeltern, Eltern, über was ihr nicht seid. Alle können das mitmachen. Nochmal der Hinweis, zu Hause, nicht draußen, nicht mit anderen Leuten zusammen, sondern jeder für sich. Oder in der Familie. Ist doch ganz geil so. Papa, Mama, komm, könnt ihr das mithalten, was ich hier kann? Könnt ihr mal machen. Oder umgekehrt, die Mama sagt, Mensch, Schätzelein, schaffst du das überhaupt? So, ich mache mal das Video an, wartet. Oh! So, ein bisschen lauter muss ich machen. Warte, warte, warte. Noch lauter. So. Da ist es. Achtung. Man meint, es wäre so einfach. Warte. Komm, tief. Jetzt. Dahin. Unten. Kommt. Ja, jetzt fängt an, oder? Ja, dann merkt ihr gleich Oberschenkelmuskeln und Gesäß. Komm, weiter. Schön tief runter. Oh, halten. Oh, jetzt merkt ihr was? Ja, komm. Halten. Komm weiter und tief. Komm. Komm, weiter! Mega! Ja, komm, noch nicht vorbei. Wie, ich kann nicht mehr. Ja, come on! Ja, da sind wir. Halten, tief! Da, bring Sally up and down, come on! Mega, komm! Ja, und brenn die Oberschenkel, ne? Ja, kommt! Ich merke übrigens nichts. Komm! Halten! Ja, das geht noch! Mega, komm weiter! Ja, gar nicht so einfach, ne? Komm, ich mach mit, ich bin bei euch. Komm, jetzt aber. Nicht nachlassen. Kommt, ist einfach. Es zählt hier nur Wille, kommt. Jetzt, Achtung.
Und ja. Yes. Mega gemacht. Danke fürs Training. Wir sehen uns morgen wieder. Haltet durch. Macht das mit der Familie. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Und ich muss sagen, hui, 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 gar nicht so einfach. Top gemacht. Grüße an alle nach Hause. Tschüss.